Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegin Jolige, Sie haben ja eben gesagt, wir würden unseren Kindern hier sozusagen Probleme hinterlassen, indem die Infrastruktur nicht in Ordnung sei. Sie haben gleichzeitig beantragen Sie aber, die Schuldenbremse aufzuheben. Das finde ich irgendwie widersprüchlich, weil wenn wir jetzt noch mehr Schulden aufnehmen, hinterlassen wir unseren Kindern noch mehr Schulden, lassen Sie damit alleine, die müssen Sie abtragen. Und komischerweise gilt das bei der Generationengerechtigkeit, über die hier vor Jahren geredet wurde, nicht mehr, dass wir die Kinder berücksichtigen. Bei der sogenannten Klimapolitik sagt sogar das Bundesverfassungsgericht und sagen Sie auch, dass wir aber dort natürlich auf unsere Kinder und nächste Generation Rücksicht nehmen müssen. Was denn nun? Also einmal muss Rücksicht genommen werden, einmal nicht. Und dann noch eine kleine Frage am Rande, Herr Kollege Domris. Alle Wirtschaftswissenschaftler, unter anderem der Präsident des IFO-Instituts in München, Clemens Füst, sagt auch, weiteres Geld über Schulden als staatliche Investitionen würde gar nichts bringen, weil wir insbesondere im Baubereich und in anderen Bereichen Fachkräftemangel haben und das nicht zu mehr Bauten führen würde, sondern nur zu explodierenden Preisen. Das heißt also, wir nehmen würden, wenn wir Ihnen folgen würden, noch mehr Schulden auf Kosten unserer Kinder und Enkel auf, die Sie irgendwie zurückzahlen müssten, und würden damit letztlich, was die Investitionen in die Infrastruktur angeht, die richtigerweise vorangebracht werden muss, aber natürlich aus dem regulären Haushalt, nichts bewirken können, sondern nur erhöhte Preise generieren, die wir dann letztendlich bezahlen müssen. Also lassen wir bitte diesen Unsinn. Wir hätten die letzten 5 Jahre das aus den regulären Haushalten richtig tun können. Für die Koalitionsfraktionen, die letzten SPD insbesondere, die letzten 34 Jahre hätte man das tun können und müssen und auch vorsorgen können und müssen bei der Ausbildung der Lehrer. Man wusste nämlich, wie alt die sind und wann die ausscheiden. 1600 scheiden jedes Jahr aus, 500 werden ausgebildet. Das wusste man schon vor Jahrzehnten. Dankeschön. Frau Abgeordnete Jolige, möchten Sie... Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.